Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zur Folge Nummer 13 und 14. Are you the one VIP? Hey, hallo, ey! Kevin ist halt also von hier der größte Promi, wirklich. Was ist hier denn eigentlich schon wieder los? Also letzte Folge haben wir damit verlassen, dass Farrell und Isabel in der Matchbox stehen und jetzt... Heute wird entschieden, sind sie ein Perfect Match oder nicht. Außerdem, ja, Micha hat Anna als Wanderhure bezeichnet. Es wurde darüber diskutiert und viele in der Gruppe haben sich eine Meinung darüber gebildet. Und auch noch andere Dinge sind hier passiert. Wer da gar nicht mehr weiß, was abgeht, dem würde ich natürlich empfehlen, das Video davor zu sehen, ne? Ich habe auch übrigens eine Playlist mit Are You The One Videos, also mit allen Folgen. Die blinke ich euch mal ein. Weil, wer kennt es nicht, Sachen werden eingeblinkt und dann habt ihr alles in einem. Könnt ihr wie einen Netflix-Abend machen. Ich, das war's. Nee. Und ich würde sagen, wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut es doch sehr gern auf RTL Plus. Und hier zu abonnieren, ist ein Muss. Wir starten rein. Die beiden sind jetzt gleich eins. Schätze, ich würde ihr Herz küssen. Ist natürlich schlecht für dich, Amadou, aber... So ist das manchmal im Leben. So ist das manchmal im Leben, ne? Den Spruch, den merken wir uns, dass der von Mo kam. Für später. Wenn es nachher so ist, dass Isabel ausziehen muss, dann ist das beschissen. Und deswegen war ich schon echt angespannt. Ja, weil Amadou und Isabel, die bandeln ja unnormal an, ne? Das haben wir alle schon gesehen. Aber was ist denn jetzt hier? Match oder no match? War doch klar, sagen sie hier. Dass sie jetzt bleibt, ist ja irgendwo auch schön für mich. Irgendwo ist es ja auch schön für mich. Amadou freut sich im Stillen, das finde ich auch völlig in Ordnung. Da wird nicht mehr von Sophia ein Angebot kommen, ne? Verkauf den Bums, ne. Amadou scheint doch echt ein guter. Matchbooks, Nomads. Aber das ist ja immer dieselbe Plörre. Wir haben noch kein Perfect Match und es ist mehr als Halbzeit. Es ist für uns echt allerhöchste Eisenbahn. Ja, das ist jetzt langsam wirklich ein Problem, ne? Also... Viele von euch denken, die nehmen das nicht ernst, das Spiel und so, ne? Ich denke natürlich, die nehmen das ernst. Nee, ich glaube, jetzt, wo die Zeit rar wird, dann nehmen sie es ernst. Das ist wie in der Schule damals. Schreibst eine Klausur oder was weiß ich. Wochen vorher, das juckt dich nicht. 3 Tage vorher, 2 Tage vorher, da kommt der Druck auf einmal auf. Das war echt krass. Ich war schon wirklich angespannt, muss ich zugeben, weil ich hätte die Zeit hier natürlich ohne sie nicht so richtig genießen können. Boah, Alter. Das wäre scheiße. Muss ich mit dir und Carina duschen kommen. Ach ja, waren sie anscheinend auch schon. Ich finde es so geil, weil wenn man sich die Zähne genauestens anguckt, das tun wir hier natürlich jetzt nicht. Sieht man, Amadou hat kein Badehöschen an. Ich glaube, Luca aber schon. Also der Rest ist angezogen, aber Amadou hat die Memo nicht bekommen. Du warst auch alleine. Nein. Doch. Krass. Wie ekelhaft. Nett. Der hat einfach mal eben Carina... Amadou angeboten und das ist kein Problem. Du kannst auch mal mit der alleine duschen gehen. Weil anscheinend kann man das machen mit Frauen wie Carina. Digga. Dieser Luca, ne? Mhm. Hat auch übrigens zu Selina gesagt, manche Dinge sind einfach leicht zu haben. Da er sich ja hier wirklich benimmt wie die Nonne vom Dienst, ist es natürlich absolut gerechtfertigt, dass dieser Mann diese Aussagen treffen darf. Ich habe meine Stripshow noch nicht gegeben. Ich mache das heute. Ach du Scheiße, stimmt, wir haben ja einen Stripper im Haus und das wurde bislang nicht einmal ausgenutzt. Ich liebe das, ich schwör's dir. Okay, jetzt geht's ab. Und dann wollen wir. Ich bin voll entspannt, Bruder, das ist mir scheißegal. Für mich ist das kein Problem. Das juckt den doch nicht, denn Mo, das ist doch kein eifersüchtiger Typ. Fabio hat sich nämlich hier Cecilia geschnappt. Sah so aus, als ob ihr es gefallen hat. Ich bin da voll cool mit. Glaubt ihr dem das? Ich weiß es nicht. Was haltet ihr von strippenden Männern? Frage ich euch mal frech in die Runde. Also ich sag mal so, solange es nicht schon in Tatum ist, Abstand. Ich kann es nicht glauben, ich schwör's dir. Ich bin da cool mit. Alles super. Hier mit diesem Schnitt einfach, aber die haben das so geil auf das Lied geschnitten. Ich weiß nicht, ob ich euch das genauso zeigen kann. Aber bitte, ihr müsst auch mal ein bisschen gucken. Mo steht dann so mit so, ne? Also, allein ist er gerade nicht.
war mega geil. Mega, mega. 10, 10. Hat mir richtig Spaß gemacht und ich würde nochmal sehr gerne nochmal machen. Du hast Geschmack. Warte, Ding sexy. Die Cecilia hat das gemacht und wir sind alle glücklich. Super. Ich weiß nicht, was der Mo davon hält, aber ist auch egal. Ist auch egal, ganz ehrlich. Cecilia soll noch Spaß in der Backe haben. Genau wie du und alle anderen auch. Ich bin dir ehrlich, dann soll die nicht bei mir einen auf anständig machen. Weißt du, was ich meine? Bei mir macht sie immer einen auf lieb, schüchtern und anständig. Ich kann nicht. Hier, habt ihr gesehen? Bauchbinde, Anzeige ist raus. Aber bei dem Strip hat man gesehen, wie sie aus sich rauskommt, ne? Der Bruder konnte mit ihr machen, was er will. Der Bruder kann halt immer machen, was er will. Das ist Fabio. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch eine Berufsgruppe, Stripper. Das ist wie, wenn eine Krankenschwester dir eine Rektaluntersuchung macht. Die darf auch machen, was sie will mit dir. Genauso ist es mit einem Stripper. Absolut logisch. Denkst du echt? Safe. Meinst du wirklich? Safe. Ehrlich? Safe. Wie willst du denn damit umgehen, Bruder? Frag mal bei dir. Ja, echt? Du kennst meine Grenzwertig, ne? Was für grenzwertig, Alter. Und warum steht Zoe da? Ist die ein Pygmy-Girl? Nein, ist sie nicht. Können wir kurz über die Pygmy-Fahne nochmal reden? Manche finden sie gut, manche scheiße, manche falsch angewendet. Und vor allen Dingen, die größte Kritik, und da habt ihr absolut recht, ist, dass wir nicht eine, also ich, nicht eine gehisst habe für die Männer. Aber ihr habt doch recht, ihr habt doch recht. Ich versuche es auf jeden Fall mal. Aber ich fand sie auch ein bisschen zu krass angewendet letzte Folge. Als ich mir den Schnitt angeguckt habe, dachte ich mir, Paula, beruhig dich, Alter. Ja, willst du sie noch zücken? Deswegen heute mit Vorsicht wird sie genossen. Denn ich muss euch sagen, Leute, ich bin kein Fan von diesem Begriff. Das war ich auch noch nie. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe es auch noch nie in einem Video zu irgendeiner Frau gesagt. Weil ich finde es halt schwierig, ehrlich gesagt, ich finde es halt schwierig, andere Frauen als Pygmy Girls abzustempeln. Deswegen steht hier auch nicht Pygmy Girls, sondern Pygmy. Und ich weiß, also es hat halt einfach letztens so gut gepasst, ne, bei dem Date mit Felix und den drei Girls. Aber also hundertprozentig wohl fühle ich mich mit dem Ding auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Grenzwertig. Aber wie gesagt, ich bin da cool mit, ich bin entspannt damit. Ich schwöre aber heute, die hat zu mir gesagt, ich soll bei Max pennen, ich penne freiwillig bei Max. Ah, Cecilia hat gesagt, sie soll bei Max pennen. Dann ist doch schon wieder vorher irgendwas passiert, was uns hier nicht gezeigt wird, meine Güte. Wir gucken jetzt zu einer neuen Situation und zwar Felix und Gina. Felix ist der Neue, der jetzt neu reingekommen ist und Gina, Loredana, ihr wisst. Das ist brutal provokant. Gib mal Küsschen. Hat er gesagt, gib mal Küsschen? Okay. Ich finde es halt Küsschen, das Wort. Das ist es gerade, ne? Der grapscht auch schon ordentlich zu, ne? Den Booty. Macht ihr jetzt eigentlich auch bei einem Mann, wenn ihr mit dem knutscht? Würde mich mal interessieren. Ja, mit Felix und mir, es läuft alles sehr gut. Aber irgendwie fokussiert er sich komplett auf mich. Und das ist für mich so, okay, wenn ich will, kann ich ihn haben. So, und ich will dieses Gefühl haben, hey, ich müsste eigentlich um ihn kämpfen. Manisha? Ich hab's, es ist ein Frankreich, bitte seid ruhig. Fragen hinterher. Ja. Mann, Gina, jetzt brauchen wir eine neue Flagge, da auf der Toxic draufsteht. Die rote passt. Die rote passt 1A. Du kannst gerne dich auf mich fokussieren, aber wenn du Spiele anstehen und so, leck mit anderen rum. Also ich finde es sogar attraktiver, wenn ich als Frau merke, der Mann hat noch andere Optionen. Meine Güte, was ist da bloß passiert mit der armen Gina? Das ist traurig. Warum? Mein zukünftiger Vater soll... Vater, habe ich jetzt gesagt? Man muss die Frauenlogik nicht immer verstehen, aber ich muss so ein bisschen das Gefühl haben, er ist für mich so ein bisschen unerreichbar. Ich finde es geil, dass ich als Frau nicht mal die Frauenlogik verstehe. Warum wird ja niemand, der dich behandelt wie Scheiße, nicht treu ist am Anfang? Also für mich ist es... Also jetzt mal ganz kurz Spaß beiseite, ja? Ist absolut scheiße, weil sie ja dann von Anfang an auf die falschen Jungs reinfällt. Also ein Mann muss sich verstellen, entweder um, damit sie sich verlieben kann, oder ein Mann ist halt eben ein kleines Arschloch und behandelt sie nicht am Anfang gut, hat noch andere Optionen, knutscht mit anderen rum, bis er dann irgendwann Gina erobert. Aber den ganzen, also Gina, der wird sich doch in der Beziehung nicht verändern. Warum denkst du das? Das ist eigentlich schon wieder wie Franzi, die denkt, sie kann die Männer ändern, weil sie ist halt was Besonderes, ne? Das ist traurig. Ich frage mich, warum macht man sich diese Mühe? Ganz ehrlich, nimm doch einfach direkt einen, der korrekt ist und fertig aus. Guck mal, das würde ich nicht sagen, du sollst dich von mir distanzieren, ne? Mhm. Denk das nicht. Aber Shaker mit anderen Weibern. Du kannst aber auch mit denen rumlecken und so, bin ich voll fein mit. Gestern hast du noch ganz anders gesagt. Moment, was ist hier los? Einen Tag sagt er mir, ja, mach das nicht mit anderen Perlen, mit Küssen, wie ist das? Dann, wenn du das wieder machst, ne, dann ist das wie im echten Leben, dann machst du das und dann ist auch wieder falsch. Von Hü auf Fott. Hey, aber gut.
Das verstehst du. Also solche Leute verstehe ich auch nicht, aber das sind nicht nur Frauen, kann ich euch mal sagen, du. Sei so, wie du bist. So bin ich doch auch. Mhm. Dann brauchst du mir nicht eine Standpredigt halten, wie ich mich verhalten soll. Ich könnte auch mir vorstellen, dass du mit Carina ein Perfect Match bist. Ja. Ja, also wenn du jetzt noch nicht weißt, mit wem du gerne rumlecken willst, Carina. Bei mir ist Fabio mein Perfect Match. Was? Fabio? Seit wann das denn? Ach, ich nicht mehr. So, ich weiß auch nicht. Die weiß auch nicht so richtig, was sie will, glaube ich. Glaube ich auch. Aber ich check's nicht, warum Fabio. Fabio ist doch, also den will doch keine Sau da. Und den findet sie jetzt doch am besten und ihr Perfect Match? Also ich finde es sogar attraktiver, wenn ich als Frau merke, der Mann hat noch andere Optionen. Sinn? Gehen wir nach Dusche oder nicht? Ja. Oder hast du nicht so Lust? Ah, nächste Situation. Hier das neue Traumpaar, Selina und Calvin. Selina hat nämlich Bock, jetzt duschen zu gehen. Die weiß auch, wie man es macht, ne? Was du heute kannst besorgen, das... Das besorg heute unter der Dusche. Ich verschiebe dich auf morgen. Was? Wenn die abends immer um die Ecke kommt und mit ihren Augen mich anguckt und dann so voll geil redet immer. Vor allem mit den Augen, ne? Sie hat so mit ihren Arsch geredet. Aber kein Problem. Ich bin da so ein bisschen verfallen. Eigentlich waren jetzt zu der Duschparty auch noch Martin und Cecilia eingeladen, aber das war dann doch zu wild. Cecilia, erzähl. Auf jeden Fall habe ich zu Martin gesagt, Martin, ich bin da raus, weil ich wollte wirklich noch duschen gehen und Martin ja auch. Das war mal eine Dusche nach meinem Geschmack. Die hat sich gelohnt und danach war ich blitzeblank. Blitzeblank. Warum eigentlich nicht direkt in den Boom Boom Room? Wieso müssen die da einmal duschen? Da gibt es doch sogar auch eine Dusche im Boom Boom Room, oder? Guck mal, was in den nächsten Tagen passiert. Ich schwör's dir, wenn ich hier nichts so, letzten Tagen ist scheißegal. Soll ich einfach mir hier einlutschen? Warte mal, habt ihr das gehört? Also, nächste Tage soll mir scheißegal, soll die mir einfach einlutschen. Über wen redet der? Und geht's ihm zu gut? Ich hätte an Cecilias Stelle die Brause auf eiskalt und... Nee, im Ernsthaft, was soll die Scheiße? Und über wen redet der? Das ist nicht ganz klar hier. Ah, jawohl, endlich, Alter. Macht dein Ding aus. Genau, weil der Mo will pennen. Der König, meine ich. Aber ihr sollt jetzt auch ihren Mund im Badezimmer halten. Guck mal, Bruder, ich schwör's dir, die Perle provoziert ihre Lage. Sag mir ehrlich, Alter. Wieso? Die zwei von der Tasche. Ja, aber Gott, guck mal, wie geht das? Was gibt's denn, dass du lachen willst? Einfach respektlos. Was denn genau? Lass die jetzt da duschen? Kann einer mal von euch pissen gehen und mal gucken? Alter. Ich muss sowieso pissen. Machen jetzt einer auf beste Freunde? Muss nicht sein. Nö, muss nicht sein. Das gefällt ihm nicht. Die Cecilia hat bitte gar keinen Freund zu haben. Also eine platonische Freundschaft. Micha, mach dich bereit. Geh schon mal hin und guck mal. War einfach korrekt, Bruder, so als wäre nichts, okay? Wenn die jetzt beiden duschen gehen, Bruder, dann haben wir Krieg. Die steht da, rasiert sich die Arme und er macht da, poliert sich die Glatze, Alter. Also, ich finde, das ist keine sexuelle Situation dort. Wie ist das? Ist ja klar, das ist ein bisschen, aber ja, nichts Wildes. Nichts Wildes. Es ist doch auch nichts. Was soll der denn tun, als wäre was? Was? Hey, mach keine Faxen jetzt. Er hat den ganzen Tag Zeit zu duschen, Bruder. Da denkt er jetzt hier. Was ist los mit dem, Bruder? Mit dem, okay. Also er hat's auf Martin abgesehen. Und? Ach, die stehen da zusammen, natürlich unter einer Dusche, aber... Labern. Ja, zusammen halt. Sure. Ja, aber ey. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Klatsch. Tja, wusste genau, die provoziert mich damit. Ich meine, er hat nicht euch beiden, ne? Ich höre mal Gott, jetzt beide euch mal. Ich will pinnen, Bruder. Hör mal Gott, ich will die Ruhe haben. Muss ich um 3 Uhr pinnen gehen? Was los mit dir? Also könntest du den Leuten hier sagen, wann die aufhören sollen zu duschen? Würdest du mich eigentlich auch mal Daddy nennen? Schwör bei Gott, wir kennen nach morgen, Bruder. Ich schwör auf meine Mutter. Halt die Fresse, Alter. Komm, ganz kurz, rote Fahne. Weil Mo ist einfach, ey, also sowas von unerwachsen. Was soll die Scheiße? Der geht ja nicht mal rein und sagt, was sein echtes Problem ist, sondern schiebt es auf die Uhrzeit und knallt die Tür dann zu, sagt, schwör auf meine Mutter, halt die Fresse. Nein. Hör mir auf. So, jetzt ist aber nächster Morgen, weil alle sind dann schlafen gegangen. Könnt ihr es noch aushalten, bevor wir ausziehen? Keine Ahnung. Weißt du was? Die sind alle horny wie sonst was. Spitze nach Baslumpi. Ich weiß ja nicht, was da in seiner Hose dann abgeht, aber ich glaube, da ist echt Zirkus. Das wird ein Einspieler, hallo. Besser geht es nicht. Jeder macht schon halb Boom Boom. Das auch. Boah, ich sag's dir, langsam habe ich auch schon ein bisschen Druck in der Hose, um es in männlicher Sprache auszudrücken. Okay. Haben Frauen eigentlich Druck in der Hose? Habt ihr das auch? Oder habt ihr dann einfach extremeres, vaskuläres Pochen? Mann, wie kann ich reden?
Ja, ich manche Tage, da hast du einfach, da bist du hornier als sonst. Ja, das nennt sich Hormone. Ja, Junge, wenn hier keine Kameras wäre, dann wäre ich schon längst hier im Bumbumraum gewesen. Aber ich will das nicht machen vor Kameras, weißt du? Ich musste kurz lachen, weil hat er nicht schon längst mit Selina? Ja, hat er. So, Mama guckt zu, ey. Weißt du, das ist doch scheiße dann. Ja. Das war schon ganz geil jetzt. Ja, schon. Wenn du dir einen aussuchen. Na, scheiß drauf, lassen wir die Frage lieber. Wenn ich mir einen aussuchen müsste, mit dem ich im Bumbumraum gehe, dann wäre das der Martin, ganz klar. Und du? Calvin. Franzi, ernsthaft, Calvin? Du hast doch jetzt mit Luca, warum willst du nicht den? Auf gar keinen Fall. Ja? Oh, was für eine Überraschung, du. Ist ja auch kein Geheimnis, dass du den gut findest, so. Nein, ist es nicht. Franzi, ich bitte dich. Das meint die ernst, glaube ich. Ich habe gute Gespräche manchmal mit den Calvin, macht immer Spaß, aber das ist auch so mein Stand der Dinge momentan, mehr auch nicht. Lass mal ficken. Dass die den noch nicht abgehakt hat, ne? Ich verstehe es nicht. Was mit Felix und dir? Wie ist das so? Guck mal, Felix ist super. Mhm. Aber weißt du, was das Problem ist bei mir? Er gibt mir das Gefühl, dass er nur mich will. Cecilia sprachlos. Was passiert hier? Und das will ich nicht. Das Problem ist, glaube ich, einfach bei dieser ganzen Sache, dass Gina denkt, das ist das Gefühl von Liebe. Weil man halt, klar, ne, sobald du irgendwie Emotionen da reinsteckst oder so und dann behandelt dich jemand scheiße, du fühlst die Emotionen, die Eifersucht und ja, viele vertauschen das dann einfach mit dem Gefühl von Verliebtsein, mit dem Gefühl von, diese Person bedeutet mir was. Und das ist einfach super traurig und echt gefährlich. Und vielleicht bedeutet es auch, dass Gina noch nie wirklich verliebt war, weil sie genau so sich nur in jemanden verlieben kann und er sie erst schlecht behandelt. Mann, Gina! Ruf mich an, wir reden drüber. Gib mir das Gefühl, ich bin nicht die Einzige. Okay. Das brauche ich, aber dann trotzdem mit mir sein und dann baut sich bei mir was auf, Emotionen. Und dann kannst du nett zu mir sein und sagen, du bist die Einzige. Wow. Ach, Frauenlogik, ich weiß auch nicht, was ich will, Cecilia. Ich ganz ehrlich, wir sollen das verstehen. Stell mal vor, ihr habt da eine Frau und die sagt sowas. Oder ein Mann, keine Ahnung, ne? Ich würde mich fernhalten, weil ich mir denke, krank, Mann. Ich soll jetzt hier erstmal eine Show machen, damit du dich in mich verlieben kannst? Nee, da bin ich raus. Damit verschreckst du bestimmt auch die Guten. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Irrenhaus, sag ich dir. Gestern Abend bist du eskaliert, ne? Das war wirklich jetzt. Gestern so. Ey, der ist so ausgerastet, Gina. Du kannst. Maurice? Ja, aber unnormal. Ja, und Cecilia gibt jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln, ja? Passt auf. Zoe und guck mal, die sitzen da den ganzen Tag so, ne? Streicheln sich den ganzen Zoe, Tag. Maurice. Ich musste auch jeden Tag sehen, wie er mit Zoe kuscheln in der Ecke liegt. Ach so. Weißt du, meine innere Stimme verlangt immer so, die Zoe, die Zoe muss kuscheln mit mir. Oh Mäuschen. Oh Mäuschen. Also die ist für ihn. Das ist doch ganz klar, oder? Aber das ist ja nicht schlimm, weil Mo darf. Cecilia aber nicht. Ist ja nur Kumpel. Ja, Martin ist auch nur ein Kumpel. Ich kann es ja verstehen, weil da mit Martin und Ricarda, ja, und da war irgendwas. Nee, kann ich nicht verstehen. Das ist für den eine Ausrede. Das ist dem Kack egal. Also vielleicht ein bisschen, aber nee. Es ist doch scheißegal, dass du mit Martin jetzt befreundet bist. Dass er Martin nicht mehr vertrauen kann. Ja, okay, aber ich will nichts von Martin. Das ist dem doch egal. Der macht seine eigenen Regeln, Cecilia. Du hältst dich bitte von jedem fern, der ein Lurch in der Hose hat. Oder wie so eine Kobra. Willst du quatschen? Oder willst du darüber nicht reden? Gibt doch nicht viel zu reden, ne? Gibt nicht viel zu reden, aber ich finde es halt geil, dass wir die Information mit dieser Zoe noch nicht hatten. Aber wenn man es jetzt nochmal irgendwie überlegt, bei dem Strip zum Beispiel, Zoe hat ihn die ganze Zeit im Arm. Danach ist er mit Zoe, hat geredet, ne? Also da ist auf jeden Fall irgendwas, was vergleichbar ist mit der Sache zwischen Cecilia und Martin, 100%. Alles gut, Mann. Aber was ist denn jetzt genau das Problem, warum du nicht mit mir reden willst? Mit deinen Provokationen und so, du weißt genau... Provokation, ich provoziere, okay. Weißt genau, die Aktion gestern Abend, die provoziert mich. Und ich bin dann auch noch so doof und lass mich provozieren. Und wer ist schuld? Natürlich Cecilia. Dass es an ihm liegt, dass er sich von solchen Sachen provozieren lässt. Das ist natürlich... Das stimmt nicht. Warte mal, du sitzt hier hängend mit Zoe am Kuscheln, am Streicheln und whatever. Und ich mit Martin darf ja nicht. Ich darf ja mit keinem, ich darf nicht mit Fabio, mit Pharrell. Das sind drei meine Kumpels. Die hier mit und Calvin. Du machst mir einen auf hier auf heilig. Bist du krank? Martin, Alter, was für heilig. Hör mir mal zu. Wisst ihr, was ich liebe? Dass du es mit Cecilia nicht machen kannst.
Ich würde auch heute mit Fabio duschen gehen, weil ich damit keine Probleme habe, wenn der eine Unterhose anhat und ich ein Bikini anhabe. Fabio geht ganz gerne mal ohne Badehosen duschen. Hat er bei Couple Challenge schon gemacht. Ich warne dich nur vor. Jeder hat einen Arsch, oder? Hast du gestern die Performance hier gesehen? Hey, der hat doch fünfmal gesagt, es ist überhaupt kein Problem. Jetzt ist es doch ein Problem. Du bärst dich da mit deinem Arsch hin, Finze, und dann bei mir so einer sagt, ey, ich mach nichts, ich mach nichts, ich mach hier nichts im Fernsehen so. Und so lässt sich da zeigen. Ich schwör bei Gott, ist so. Ich schwör bei Gott, ich sehe das so. Dann nimm lieber so einen Udolf mit 110. Was bedeutet das überhaupt? Ja, Fabio. Fabio ist genau der Mann, den ich heiraten müsste. Wo ist das Problem? Das ist hier. Brauche ich auch nicht mehr quatschen dann, ja. Tut's dein Herz, ja. Ich liebe den, ne? Ich liebe den, dass die sich umdreht. Boah, ist das krank. Absolut! Ich habe richtig Bock auf eine Beachparty. Ich habe seit Tag 1 darauf gewartet. Ich liebe es, wieder rauszukommen aus der Villa, aus diesem Irrenhaus. Die kommt aus dem Nichts, die Beachparty, ne? Also das ist jetzt wirklich die Einleitung in diese Beachparty. Ihr seht ja die Auserwählten und die dürfen jetzt am Beach feiern. Ich bin einfach froh, am Strand zu sein und es schmeckt einfach. Es schmeckt. Der Sand zwischen meinen Zähnen, wenn es so knirscht. Es gibt nichts Geileres. Alle sind gut drauf, alle mögen gerne Party. Hier sind meine Besties gerade. Was mal mehr? Schöne Frauen, Strand, Meer. Aha. Ricarda und Martin lassen da wieder ihre Zungen miteinander tanzen. Geil. Ja, der Kuss mit Martin war auf jeden Fall heiß. Der kann sehr gut küssen. Ich bin ehrlich zu euch, ist einfach geil. Sie ist eine Topfrau, super sexy, einfach so, wie es sein sollte. Der redet über Franzi, ne? Felix macht sich da gerade unsere heilige Franzi klar. Was ist das? Das Geile ist, sie war ja bei ihm auch schon mit auf dem Date, hat sie dann aber sofort nach Hause geschickt, weil sie meinte, ne, sie würde niemals in den Boom-Boom-Room gehen. Jetzt hat er anscheinend doch ein bisschen Blut geleckt bei der, ne? Ja, Felix macht mir sehr, sehr viele Komplimente. Ich kann aber nicht umgehen damit. Schnell küssen, ganz schnell, ich guck weg. Nee. Wie, gib mir einen Küsschen ganz schnell, ich guck weg. Ist das eine Masche? Ich dachte, hallo Praline, du brauchst eine Füllung. Franzi! Nee. Die will nicht. Die will nicht. Boah, ich boxe mir gleich eine, Alter. Hat meine Prinzipien, sorry. Wie der die auch angrapscht da im Bauch und so. Sie macht ja gar nichts zurück. Ist das okay für sie? Ich habe keine Ahnung. So bin ich halt einfach verklemmt, ne? Ich liebe ihre Exklusivität. Es ist einfach Chocuzel. Sag mal, merkst du irgendwas noch? Ach, ich könnte einfach im Strahl kotzen, Alter. Na, Mäuschen. Wer bist du? Grüß gut. Kann man dich kennen? Ja. Echt? Ja. Wie lange bist du schon Single lang? Auf was stehst du so? Boah, das sind jetzt aber viele Fragen auf einmal. Aber dann fragen wir, knapp über 2 Jahre. Ja, und auf was stehst du? Ich stehe auf männliche Männer. Ah, okay. Also Tarzan ist gut. Pick me! Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus, oder? Ich kann von Tag zu Tag den Maurice immer weniger ausschließen als Perfect Match. Ah, okay. Seit wann das denn? Ich würde sehr gerne auch mit dem Maurice auf ein Date. Man hat halt hier sehr viele Ablenkungen, sage ich mal. Und auf einem Einzeldate hat man dann doch auch die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen tiefer ins Gespräch einzutauchen. Ja, so, er hat anscheinend Interesse an Mo. Wir gucken aber mal wieder zurück zur Beachparty. Heute ist definitiv Zeit für Deep Talk. Entspannt, ohne dass jemand irgendwie auch dann reinschießt und... Okay, Micha scheint noch was auf dem Herzen zu haben. ...uns stören möchte. Und das war der perfekte Zeitpunkt, auch hier die Kehrtwende eventuell einzuleiten. Ich habe wieder was gut zu machen. Der denkt halt echt, ne? Der kann es nochmal rumreißen. Ich habe keine Ahnung. Also du kannst dir nicht vorstellen, was in diesem Abend für Emotionen in mir waren. Ich möchte euch nochmal kurz daran erinnern. Es war dieser Abend, wo Sophia Tomalla bei der Matching Night die Sache mit der Wanderhure angesprochen hat, okay? Und Micha sich dafür gerechtfertigt hat und ja... Es war halt einfach eine ganz komische Situation. Ich hatte richtig Hassemotionen. Mal wieder. Ach, gesund ist das nicht, Anna. Gar nicht. Ja, natürlich. Absolut. Meine Emotionen gehen von, keine Ahnung, Minusgrade bis zu Plusgrade bis zu, keine Ahnung, geht nicht mehr. So. Und glaub mir, ich lerne daraus. Und das ist ein Ding, wofür ich mich selber hasse. Ich hasse mich dafür, dass ich ab und zu einfach, dass mir, sag ich mal, eine Gehirnhälfte von mir aus fehlt oder, keine Ahnung, zu viele Kopfbälle gemacht oder keine Ahnung was. Ja, so weißt du, was ich meine? So und... Toll.
tolle Worte, Micha. Ja. Ich hasse mich wirklich dafür. Ich hoffe natürlich auf ein Comeback mit Anna, auf eine Reunion mit Anna. Ich finde es toll, dass er ihr das jetzt gesagt hat. Also, es ist halt schwer zu sagen, so, dass man sich ändert und es dann aber nie macht. Aber klar, es gibt dafür auch Gründe. Man muss halt gucken, dass man sich nicht zu lange verarschen lässt. Ne? Ich weiß halt nicht, inwiefern Micha bereit ist, sich wirklich zu ändern. Ob das nur warme Luft ist oder so, ne? Das können wir ja mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl so, dass du auch einfach schätzt, was war und so. Und ich weiß, was ich an dir habe, bei euch zu schätzen. Das hat er aber auch schon sehr oft gesagt. Mann. Es hängt nicht von mir ab, es hängt ganz alleine von dir ab. Okay. Warum denn, Anna? Hast du dazu keine Meinung? Ich will zu 100% dir zeigen, dass Anna mein Jackpot ist, dass Anna Jackpot auch in der Villa ist, dass sie meine Frau ist, dass sie mein Perfect Match auch ist, mit der ich auch weiter hinaus mich kennenlernen wollen würde. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Ach Mann, Micha, ich wünschte doch, ich könnte dir das alles abnehmen. Also ich glaube ihm irgendwie, vor allen Dingen die Sache mit dem, dass er sich dafür hasst und so. Absolut, nehme ich ihn komplett ab. Ich finde es halt ein bisschen traurig, weil, also auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite traurig, weil es gibt ja auch noch Selina. Und Selina, da hat er gesagt, das ist auch eine Frau, wo er sich jetzt vorstellen könnte, seine Familie zu verlassen und wegzuziehen. Was ist denn da eigentlich schon wieder passiert? Wie waren diese Worte? Ich weiß es nicht. Leute, versteht ihr, was ich meine? Ja, ich weiß es nicht. Es kann wirklich sein. Und ja, ich habe auch schon gesagt, dass ich zu Gott bete, dass es nicht so ist. Aber tief im Herzen könnte es halt trotzdem sein. Ich frage mich, ob ein N bei Anna im Namen für naiv steht. Nein. Doch. Ach, weiß ich nicht. Was haltet ihr denn von dieser ganzen Misere? Auf Fabio hört es irgendwie jeden Tag so down. Der hat sich das anders vorgestellt. Hier. Wir sind zurück in der Villa und hier geht's endlich mal um Fabio. Danke. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich hier in die Villa ankomme und dass ich nach einer Woche etwas wie einen Partner habe, weißt du, oder irgendwie wie eine Frau aussieht. Ist schon ein bisschen peinlich auch, wenn ich ehrlich bin. Frage ich nach zu viel oder was? Naja, du fragst schon irgendwie nach zu viel. Also der geht halt da rein und denkt sich, ich komme hier hin und eine wird mich schon gut finden. Naja, ich glaube eigentlich wollte er, dass alle ihn geil finden. Dann das böse Erwachen. Also, er denkt so, was mache ich falsch? Bin doch so toll, so sexy. Und überhaupt, bin der einzige Stripper hier. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Das stimmt doch was nicht in seiner Wahrnehmung, oder? Da kann doch keiner gezwungen zu werden, Fabio, dass er dich gut findet. I mean. Entweder mache ich was falsch oder öffnen sich die Mädels zu wenig. Das weiß ich noch nicht. Du machst was falsch. Nein, aber ich glaube, es passt halt einfach nicht. Es passt halt nicht. Keine Frau hat Interesse und da machst du nichts falsch. Sei einfach so weiterhin, wie du bist. Nur hat halt einfach kein Interesse. Gibt's doch auch im Leben, oder nicht? Also wahrscheinlich nicht in Fabios Leben. Ich kann es nicht glauben. Ich schwör's dir. Oh, die Mimi ist da. Amore. Das ist so geil. Einer von euch hat in den Kommentaren geschrieben, vielleicht ist ja Mimi Fabios Perfect Match. An der Mimi gefällt mir, dass sie so schöne Beinchen und so schöne Pfoten hat. Gut, wenigstens eine, die da Fabio ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Die Mimi! Total angenehm, ich finde super. Wir gucken zurück zu Cecilia und Mo. Die hatten sich ja eigentlich gestritten. So langsam ist wieder alles gut, habe ich das Gefühl. Was soll ich denn machen? Ja, der hat so zwei Seiten, die habe ich ja auch. Aber dann die eine Seite ist immer vorbei. Da sage ich niemals. Ich sag 100%, bin ich mir sicher, es ist vorbei. Und dann kommt diese andere Seite. Weißt du, was ich meine? Es ist scheiße. Ist scheiße, aber es ist bestimmt nur, weil ihr da eingesperrt seid in der Villa. Wenn ihr euch nie wieder seht, dann wird sich das auch legen, meine Meinung. Ich weiß es doch nicht. Einerseits ist es sehr süß und lieb und so. Aber, weißt du, viele sagen auch, das hat keinen Sinn bei euch. Schwierig, schwierig. Das hat absolut keinen Sinn bei euch. Also ganz klar. Also nee, Cecilia, auf keinen Fall, Mann. Da muss ich halt sagen, dass Cecilia und Maurice dann einfach auch kein Perfect Match sein können, weil wenn die sich hier tagtäglich 17 Mal streiten, das ist ja auch nicht das, was man in einer Partnerschaft sucht, würde ich jetzt mal so sagen. Da ist meine Meinung ein bisschen anders. Also klar, streiten ist scheiße, aber ich kenne das sehr oft, dass sich Leute gerade am Anfang sehr viel streiten, weil man einfach noch, ja,
seine eigene Meinung zu stark vertritt und da nicht richtig offen ist. Und man muss sich ja irgendwie auch dem anderen gegenüber öffnen und da vielleicht auch mal neue Ansichten annehmen. Und das ist nicht einfach, je nach Ego-Grad. Deswegen, das spricht jetzt nicht unbedingt für mich dafür, dass sie kein Perfect Match sind. Also ich sag mal so, ne, Cecilia ist eine sehr, sehr schöne Frau. Aber das ist bei uns beiden immer so eine Hassliebe, weißt du. Man kann nicht mit und nicht ohne einander. Aber irgendwann müssen wir auch endlich mal ohne diese Streiterei und so, weißt du. Ja, das stimmt. Irgendwann muss der Zeitpunkt kommen, dass man sich dann halt wirklich dann nur noch gut versteht. Und alles so ausdiskutiert und gestritten ist, wisst ihr? Stellt euch vor, ihr habt einfach schon ein Baby und das geht jetzt noch so vor euch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dicker. So. Oder die kriegt direkt zwei, oder? Krass, ey. Mann, Max, wie süß bist denn du? Und was hat er eigentlich für geile Schulterpolster an? Guck mal, ja. Das Ding ist, ich habe mich ja schon hingezogen für die gefühlt, sonst hätte ich das ja zum Beispiel gar nicht gemacht. Hätten weißt du, wie ich meine? Ja. Wir sind wieder auf der Beachparty. Martin und Ricarda hatten da ja eine schöne Nacht miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Fühlst du dich zu mir hingezogen? Ja, voll. So. Kannst du mir mal in die Augen gucken? Ja, kann ich dir in die Augen gucken. Ja, klar, wir müssen in die Augen gucken. Menschen müssen auch mal anders sein wie andere. Ich merke halt, dass irgendwie so eine Anziehung, aber die Tage war halt sehr distanziert mir gegenüber wegen der Sache mit Maurice, weil ich sehr schade fand. Und ich bin halt so ein Mensch, ich laufe halt niemandem so gerne hinterher. Das ist so gelogen, die läuft dann die ganze Zeit allen hinterher. Aber gut. Würdest du dich danach mit mir treffen wollen? Klar, warum nicht, klar. Bei Ricardo und mir ist es so, für beide ist eine sexuelle Anziehung da. Allerdings, bei mir sind seit Anfang an vier Personen stellen Frage. Isabel, Anna, Franz oder du? Aber irgendwann musst du dich ja mal entscheiden, an irgendeine da ranzugehen. Ihr habt noch eine Woche, Martin. Der sagt nach einer Woche noch, ist schwierig. Ich habe vier Favoriten, was soll ich denn machen? Deswegen kann es auch schwierig. Ja, wir gucken halt einfach weiter. Wir sind ja noch eine Woche hier und mal schauen, was noch passiert. Ja gut, aber denk dran, du rennst niemandem hinterher. Das ist wichtig. Jetzt für deine weitere Vorgehensweise. What? Wie wild war das? Die sind jetzt wieder zu Hause. Das Wildeste, was ich bisher gemacht habe. Erzähl. Jeder mit jedem? War gut. Jeder mit jedem? Ich war die ganze Zeit an Franzi dran. Ist halt schwierig, ne? Ja, okay. Hat sie aber direkt gesagt, ich war die ganze Zeit bei ihr nur. Und der Rest, jeder mit jedem, alles. Die anderen haben Gas gegeben. Was hat die mit ihrem jeder mit jedem die ganze Zeit? War die eigentlich auch schon mal auf einem Date? Sag mal, die Zoe hatte noch mit niemandem da was, ne? Wer ist dein größter Ehrenmann? Ah, wer ist der größere? Weiß ich noch nicht. Weiß ich wer ist der größere Mann hier? Ja. Krass, Alter. War das jetzt mit Consent? Ich weiß es nicht. Oh nee, Kelvin, nee. Warum nicht? Du bist halt kein Ehrenmann, ne? Du bist eine Ehrenfrau, weil die das Mann so betont hat. Klar bin ich ein Ehrenmann. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Das ist irgendwie ein bisschen cringig. Oh, Franzi, das habe ich gesehen. Entschuldigung, hey, Franzi. Ich bin hey, Franzi. Hey. Hallo, was geht hier gerade ab? Gar nichts. Uiuiui, der Heiligenschein ist ganz weg. Der Heiligenschein ist ganz weg. Mann, hört da mal auf, ey. Ach Gott, Alter, dieses jeder mit jedem, das wird jetzt auch schon langweilig, finde ich. Sie sitzt da eben noch. Aber alle mit allen? Jeder mit jedem, ja? Jeder mit jedem, ah, okay. Aber danach jeder mit jedem. Es ist wirklich sehr langweilig, ja, man merkt es. Ja, ich bin dir ganz ehrlich, Mario, du hast was anderes von der Ricarda erwartet. Wieso fängt der jetzt von Ricarda an? Ricarda mit jedem, oder was? Ja, klar, safe. Ah. Nee, Felix meint, der war nur in Franzi dran. Ja? Mhm. War die mit Martina? Glaube ich schon, ja. Muss nicht sein. Weißt du, was nicht rein muss? Dass du dich darüber aufregst. Stört dich das jetzt, dass Martin und Ricarda wieder sich geküsst haben? Da war mir klar, dass die beiden sich küssen. Ja, ist ja normal. Was war da normal? Ja, weil das ist das Spiel, du kennst das Spiel. Passt dem nicht. Der hat doch gar kein Interesse mehr an Ricarda. Will aber trotzdem, dass sie da mit niemandem rumknutscht? Komische Nummer. Das ist nicht traurig. Stört sich das immer noch? Gib mir einen Boxsack, ich schwöre, ich fick den Boxsack. Okay, da hinten ist ein Boxsack. Ich mach mich jetzt fertig. Mach dich fertig und gut ist. Ja, ja, ist gut, Alter. Ja, ja, ist gut. Also ich würde mich auch einfach mal an seiner Stelle fragen, wie Cecilia sich damit fühlt. Wenn der jetzt eine Eifersuchtsschiene hat wegen Ricarda, fühlt sich bestimmt gut an. Aber ist ihm doch egal, weil es geht nur um ihn. Merk dir eins, es gibt im Leben keine Zufälle. Merk dir eins, warte mal, den Move, den muss ich mir nochmal angucken. Merk dir eins, es gibt im Leben keine Zufälle. Merk dir eins, es gibt im Leben keine Zufälle. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ich glaube, das wird heute wieder nichts bei der Matching Night. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ja, wir sind nämlich jetzt direkt in die Matching Night reingeslidet, wo die sich jetzt hier wieder verkappeln können und herauskommt, wie viele Matches
Pärchen da richtig zusammensitzen und wie viele eben nicht. Guten Abend zur Matching Night. Heute wählen die Männer. Okay, Amadou ist wohl der Erste. Guten Abend. Marco, gibst du mir mal ein Telefon? Ach du Scheiße, haben die was herausgefunden über den? Ist er vielleicht doch verheiratet mit 5 Kindern? Ach, ich kann ja gar nicht gucken, ich habe ja gar keine mobilen Daten. Das war der Witz. Mehr haben die da jetzt nicht zugesagt. Ja. Du hast auch keine mobilen Daten. Habe ich nicht. Ich möchte, wenn ich unterwegs bin, nicht gestört werden und mich nicht ablenken lassen. Und wenn was Dringendes ist, kann man mich anrufen. Ich finde das so crazy, dass wirklich Leute denken, wie zum Beispiel dieser Farrell. Nee, solche Menschen, das ist nicht normal. Der hat auf jeden Fall eine Frau und Kinder zu Hause. So. Jetzt hat der Ferreira gesagt, du hättest eine Freundin zu Hause. Ja, richtig. Und, was sagst du dazu? Ich finde es so krass, Alter. Das ist, guck mal, stell dir mal vor, das ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich vermute, dass dieser Farrell schwul ist. Das sage ich einfach nur, das ist meine Vermutung. Daraufhin hört er dieses Gerücht und vielleicht bleibt es auch bei den ein oder anderen kleben. Also keiner weiß ja so richtig, ob das stimmt oder nicht. Ich streue aber ein Gerücht, was erstmal existiert. Was doch einfach total unfair ist. Also Amadou gibt ja nicht einen Grund dafür, dass man das glauben könnte. Für mich gibt es einen ganz klaren Unterschied zwischen einer Meinung und einer Behauptung bzw. einer Unterstellung. Pharrell, was sagst du dazu? Ich habe gesagt, ich finde es halt von meiner Seite aus komisch. Ich kann ja sagen, was ich denke, oder nicht? Ja, aber warum streust du dieses Gerücht überhaupt? Weil ich das persönlich finde ich komisch. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist irgendwann faul im Sack. Fertig. Ist egal. Das ist für mich einfach nur dummes Gelaber. Ja, es ist wirklich dummes Gelaber. Ich finde es auch nicht cool. Also, er hätte jetzt einen triftigen Grund, aber nur weil jemand keine mobile Daten hat? Ich bitte dich. Amadou, wen willst du denn heute? Ich wähle heute Abend die Isabelle. Hello. Isabelle, ja. Warum könnte die ein Perfect Match sein? Also nur weil wir beispielsweise nicht über dieselben Witze lachen, heißt das nicht, dass wir das ausschließen können. Ich finde, Isabelle hat irgendwie eine ganz schön tiefe Stimme bekommen, oder? Und ich sehe genügend andere Gemeinsamkeiten und ich hoffe einfach, dass wir eins sind. Ja. Absolut. Absolut. Pharrell, die anderen sagen, du legst ständig Feuer. Was ist denn da dran? Vielleicht ist das so, keine Ahnung. Ist es so? Legst du ständig sein. Feuer? Vielleicht unbewusst. Aha. Was sagen die anderen? Legt der Pharrell ständig Feuer? Ja. Dadurch entsteht hier nur Drama und das ist halt für die Gruppe scheiße. Der Kevin sagt ja, du machst das ja sogar für Sendezeit, ne? Ach so, wenn er das so denkt. Dafür macht Sinn, ja klar. Kevin hat ihn geschaut. Nicht wahr, Kevin? Habe ich bestimmt schon mal gesagt. Geil. Okay, wen willst du denn heute? Ja. Halleluja. Ricardo. Ricardo, wie küsst denn der Martin? Sehr gut. Sehr gut? Ja. Wie findest du das, Pharrell? Ah, Sophia wollte Ricardo direkt erstmal in die Pfanne hauen da. Nett. Wie immer. Ist alles gut. Also, wir haben auch heute direkt gesagt, ja. Wir sind ja kein Paar. Das sind alles Singles hier. Genau. Ricardo, hast du eine Ahnung, warum ihr ein Perfect Match sein könntet? Was ich halt gut finde, ist, dass er halt nicht so eifersüchtig ist und dass er halt auch kein Typ ist, der mich halt einschränkt, weil ich brauche keinen Mann, der mich halt irgendwie einschränkt, weil ich bin so, wie ich bin. Hä? Hä? Ja, finde ich das gut. Hat's ja eigentlich in Folge 1 noch anders erzählt? Ich brauche schon jemanden, der da mal sagt, du Schatz, heute gehst du jetzt nicht unbedingt raus. Hat sich ja wohl geändert, ihre Meinung. Okay. Von Hü auf Hot. Maurice! Ey, lala. Dankeschön. Wie kann man so nett zu dem sein? Kriegt er so einen Riesenauftritt? Hallo, was soll das? Na, ich muss erstmal Kompliment machen. Heute dein Outfit sehr schön. Vielen Dank. Nein, ehrlich, sieht sehr schön aus. Ohne vielen Dank. Steht hier sehr gut. Maurice, was da schon wieder los in der Villa? Halleluja. Mensch. Ach, hör mir auf. Hör mir auf. Ehrlich, schlimm. Na, du selbst findest dich ja gar nicht eifersüchtig eigentlich. Nö, nicht so viel. Also. Guck mal, ich zu einer gesunden Beziehung gehört eine Eifersucht dazu. Und eine gesunde Eifersucht. Genau, dazu. Und was meins ist, ist meins. Und klar, ich kann Gespräche hier führen, weil wir sollen ja unser Perfect Match finden, weißt du? Aber dann muss ich hier nicht mit jedem dann rumlecken. Sorry, dass das Eifersucht ist, aber dann ist das halt so. Hey, er redet ja jetzt nicht über Cecilia, oder? Ich dachte die ganze Zeit, er redet über die. Aber es geht hier wieder um Ricardo. Ey, sorry, dann bewirb dich bei Bauer sucht Frau und nicht bei einer Dating-Show. Sorry, aber sie hat recht. Es ist eine fucking Dating-Show. Natürlich musst du da ein bisschen gucken. Und also, dass Cecilia und Martin gemeinsam unter der Dusche waren? Ja, das war natürlich so eine Provokation gestern. Ne? In meinen Augen, klar. War es eine Provokation, Cecilia? Nein, es war wirklich keine Provokation. Aber Martin und ich sind wie Zoe und du, weißt du? Und ihr kuschelt und ihr streichelt. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Okay. Oh ja, das nein, ist mir egal. Nein, du bist mit ich hab drin gar dabei. Nichts mit eurer. Das, das ist
Anziehung, ja, dann bist du mittendrin dabei. Was ist denn dein Problem? Du bist mitten, du bist den ganzen Tag mit ihr. Das ist doch schön, das ist doch alles cool. Aber dann musst du das auch akzeptieren, dass ich mit Martin dusche und wenn ich seinen Arsch poliert hätte, wäre es so. Period. Hey, warum mischt sich Zoe jetzt so kacke ein? Also, Cecilia will doch einfach nur ein Beispiel geben, dass Mo kein Stück besser ist und auch mit Zoe die ganze Zeit abhängt. Nee, ohne Witz, das geht den ganzen mein Tag. Mein Gott, ja, aber das reicht. Sollte die Cecilia meinen, sie muss mit mir eine Konfrontation suchen. Die wollte keine Konfrontation mit dir. Sie sucht bitte alles auf mich, weil ich bin von Jeremy's Next Top Model. Spaß. Werde ich dem auf jeden Fall nicht aus dem Weg gehen und werde ihr zeigen, dass sie nicht die Lauteste im Haus ist, sondern dass ich das sein kann, wenn ich das möchte. Die hat überhaupt keine Chance gegen Cecilia. Come on, wem willst du das erzählen? Wesentlichen Dingen denken wir, glaube ich, eigentlich gleich. Nicht in allen, aber in den wesentlichen Dingen. Das glaube ich nicht. Absolut nicht. Ja, die haben sich auf jeden Fall jetzt gewählt, also Mo hat Cecilia gewählt, ne? Ich wähle Anna. Ah, die Arme. Gina, ich sehe da ein großes Fragezeichen in deinem Gesicht. Ich finde es so traurig für Anna. Sie ist so eine wunderschöne junge Frau. Sie hat so ein gutes Herz, dass sie so naiv ist und sich immer wieder auf ihn einlässt. Aber dann weiß sie wahrscheinlich noch nichts von dem tollen Gespräch, das die am Strand hatten. Wenn ich Micha wäre, ich würde sie gar nicht mehr ernst nehmen. Ich würde mir denken, okay, sie kommt mir eh wieder angekrochen wie so ein Hund, ne? Also, hey, da bin ich wieder. Ja, das ist echt peinlich. Mann, das ist ja total mies zusammengeschnitten. Für mich gilt jetzt nur noch eins, mich um Anna zu kümmern. Und ja, das steht auf der Prioritätenliste auf ganz oben. Ja gut, dann beweis uns das mal, weil deinen Worten, den kann ich natürlich jetzt noch nicht so richtig trauen. Der nächste Max. 20. Gut, dann lockt euch mal ein. Fabio, mein Schatz, wen willst du denn heute? Selina, komm mal her. Du bist hier zu 1000%ig sicher, dass Selina im Perfect Match ist, oder? Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ja, aber es ist auch scheiße, Fabio. Du musst auch mal ein bisschen rumdenken. Weil Selina sagt ja ganz klar, du bist nicht ihr Perfect Match. Calvin! Calvin! Ja. Was denn? Sexueller Akt, ja oder nein? Was unter Decken passiert, bleibt unter Decken. Hm. Was da genau war, kann sich jeder selber ausmalen. Wir reden jetzt hier über die Situation mit Selina und Calvin unter der Bettdecke, wo sie den Akt vollführt haben. Das hat uns Selina bereits bestätigt. Wen willst du heute, Felix? Gina. Gina! Ah, Felix war jetzt dran, ne? Calvin! Wen willst du heute? Ich wähle heute die... Der hat einfach den Namen vergessen, ne? Passt auf, wen er jetzt wählt, weil das ist wirklich traurig. Warte mal. Boah! Calvin, ey. Der wollte echt noch Hilfe von Sophia, ne? Mann, Calvin, die war doch auch schon in deiner Hose unter der Decke. Und da weiß sie den Namen nicht mal. Also die hängen da 24-7 zusammen und der Name fällt ihm nicht ein. Das ist ein Fail. Aber gut, könnte mir auch passieren. Ich wähle heute die Carina auf jeden Fall. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ja. Das kann doch nur Calvin passieren. Ja, meine ersten waren schon weg. Gut. Das macht's noch schlimmer. Halt bitte den Bubble. Carina. Mhm. Nach zwei Handjobs hat der Luca dich abserviert, ne? Hä, wieso abserviert? Ja, wieso abserviert? Nicht? Nee. Warum abserviert? Nee. Läuft noch? Ja. Echt? Nie was von erzählt. Was geht denn bei euch beiden noch? Mal schauen. Mal schauen? Ja. Ja, aber zwischenzeitlich hat der Luca ja schon mit einer anderen rumgeknutscht, ne? Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch jeder, der Single, ne? Soll er machen. Manche Dinge sind halt leicht zu haben und dann ist gut. Wenn er Bock drauf hat. Wenn er Bock drauf hat. Mhm. Warum könntet ihr beide denn ein Perfect-Match sein? Ja, der braucht jemanden, der Kontra gibt und deswegen könnte das passen. Sorry, aber die Sache mit Luca wird gleich nochmal aufgegriffen. Keine Sorge, lehnt euch zurück. Der ist nämlich jetzt dran. Mensch, ey. Ja. Du bist so ein guter Freund, ne? Hast du die Carina dem Amadou angeboten? Ist ja auch super. Ich liebe das. Ach Gott, du bist so ein guter Kumpel. Ja, bin ich, wirklich. Ja, ne? Ich hab nämlich Hast du gesagt, komm, kannst du die ruhig mal nehmen, wenn du möchtest, ne? Gucken wir mal, wie er sich aus der Situation reden möchte. Pass auf, ich hab gesagt, wenn die Isabel raus muss, weil sie ein Perfect Match ist, habe ich gesagt, er darf gerne mit uns duschen kommen. Ah ja. Mhm. War ja aber auch schon so. Also, nee, du hast gesagt, mit ihr duschen gehen alleine. Ach. Weißt du, warum steht er nicht dazu, wenn er solche asozialen Aussagen trifft? Er ist da gefilmt worden und hat jetzt nicht die Eier in der Hose, das zu sagen. Das macht mich richtig sauer. Also ich bin auch echt, ich bin sehr angespannt. Was sagst du dazu? Ich muss hier nichts zu sagen. Hört sich scheiße an? Ja, klar. Nicht Wanderpokal oder
Einen Handjob gibt es definitiv nicht mehr für den Luca. Ja, ist so, Alter. Der kriegt gar keinen mehr. Ich hoffe, von keiner mehr da in der Villa. Also, der... Es wird sich hier darüber aufgeregt, über so Leute wie Micha, die Aussagen treffen, Wanderhure und so. Luca hat aber auch ganz komische Aussagen getroffen. Das juckt irgendwie keinen. So einfach kann es sein. Dankeschön. So, Martin. Wen wählst du denn heute? So, Martin ist nämlich jetzt der Letzte, ne? Also er ist quasi der Elfte. Jeder ist jetzt schon verkappelt und er kann sich jetzt aussuchen, wer er von den Frauen nimmt. Und die Frau kann dann sagen, möchte sie den einen oder den anderen, okay? Ich weiß auf jeden Fall, wo es funktionieren könnte. Jetzt gucken wir ein bisschen taktieren, ein bisschen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich will die Isabel. Isabel, Amadou, kommt einmal nach vorne, bitte. Welchen von den beiden Männern lässt du denn heute Abend alleine stehen? Dann logge ich mich mit Martin ein. Der arme Amadou. Alles klar. War natürlich ein Schlag ins Gesicht und ich dachte mir nur so, okay, was geht hier jetzt ab? Das ist eine miese Nummer, aber die sagen doch eh die ganze Zeit, sie sind kein Perfect Match. Also Isabel sagt das. Amadou sagt eigentlich schon, wir können ein Perfect Match sein. Vielleicht denkt Isabel, Amadou ist auch so ein Typ. Dem muss man zeigen, dass man auch noch andere Optionen hat, um interessant zu bleiben. Also ich wollte jetzt auf die Sache mit Gina hinaus, ne? Was? Du bist eigentlich so dicke mit Amadou, jetzt entscheidest du dich für Martin? Was ist denn da los? Wir sind uns halt richtig ähnlich und wir sehen das auch beide so, deswegen... Warum klebst du dann ständig an Amadou? Ja, weil ich mich zu ihm hingezogen fühle und ihn sehr mag. Ich meine, das kann man ja nicht bemessen, also... Warte mal, die hat jetzt wirklich was Schlaues gesagt. Das kann man ja nicht bemessen, wenn man jemanden... Entschuldigung. Brutal. Wenn man sich zu jemandem hingezogen fühlt und das stimmt, deswegen lassen die vielleicht die ganze Zeit außen vor, dass sich Leute eigentlich anziehend finden, so attraktiv, aber sonst passt das nicht und sagen ständig, das kann nicht mein Perfect Match sein. Bestes Beispiel Mo und Cecilia. Aha, so habe ich es noch nie gesehen. Amadou, sollten heute alle 10 Spots angehen, gehst du definitiv leer aus. Diese Nummer. Dann gucken wir mal, wie viele heute angehen. Ja, es geht noch ein weiteres Licht an. Klar. Bis jetzt habt ihr nie mehr als 3 Lampen angeknipst. Ja, da war sie noch nicht in den Partynächten dabei. Ja, ändert sich jetzt. Ich hab die Lampe so an. Kommt ihr den 195.000 Euro ein Stück näher? Oh. Nein. Also, Leute. Boah, das ist so schlecht. Sechste Matching Night. Nie mehr als 3 Lichter. 2 Leute sitzen da zusammen als Pärchen. Das ist krass. Komm mal kurz her. Was war das bitte für eine Aussage? Luca meinte wohl zu Amadou, wenn ich dann ausziehe aus der Villa wegen einem Perfect Match, dann könnte Amadou Carina auch haben. So muss ich mit dir und Carina duschen kommen. Du darfst auch alleine. Das ist nicht schlimm, Bro. Natürlich schon irgendwie so ein Schlag ins Gesicht. Ach ja, aus ihrer Sicht ist auch scheiße, ne? Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, klar. Moment, das hat Luca gesagt. Aber denk doch nicht immer vom Schlimmsten, Schatz. Wenn Carina das machen würde, dann wäre ich auch, glaube ich, mehr sauer auf Amadou als auf Carina. Das hoffe ich doch. Was hat Carina damit zu tun? Das kann ihr doch egal sein. Oder weil ihr Freundinnen seid. Ja gut, aber dich in so einer Welt wie Ayus One, oder? Also nicht, dass die keine Freunde sind, sondern dass man dann sowas von einer Freundin erwartet. Das ist ein ganz großer Kindergarten hier, ey, mit ganz vielen Kindern. Würde mich schon auch irgendwo ärgern, sage ich jetzt mal. Ja, aber jetzt kommt mal bitte, reden mal ganz kurz über die Matches etc. Weil wie wollt ihr dieses Spiel überhaupt gewinnen? Wir haben noch 7 Tage. Hier muss sich einiges ändern, weil sonst klappt das hier nicht mit dem Gewinn, ne? Mit wem sagst du am Anfang? Kelvin. Aber ich weiß auch nicht mal, ob Mo und ich. Ja, es geht ja darum, dass es sich verschlechtert hat zum ersten. Wir hatten 3 Lichter. Der Maurice soll mal vielleicht drüber nachdenken, dass er nicht vielleicht mit der Ricarda ein Perfect Match sein kann, weil die saßen jetzt einige Matching Nights schon nebeneinander und da war ab und zu dann auch noch mal ein Licht mehr an, ne? Genau, also die hatten jetzt zwar auch 3 Lichter, aber die hatten ja vorher schon mal 3 Lichter, wo sie das eine feste Licht noch gar nicht hatten. Also sprich, da haben dann wirklich 3 Leute zusammengesessen. Da waren es ja jetzt eben nur 2 Pärchen, die zusammensaßen. Eins ist ja schon längst raus, ne? Wer hätte mich ja wählen können heute? Es geht doch um diese Scheiß, um den Gewinn. Also, weißt du Bescheid, was du nächste Matching Night machst? Ansonsten gibt's einen Knüppel von mir. Raus bei mir unten durch und gut ist. Mit dem kannst du das Spiel echt nicht spielen, ne? Deinem Ego. Ihr wählt euch. Ist mir scheißegal, ob ihr euch mögt. Ihr seid ein Perfect Match. Jetzt hast du halt erfahren, wie das zustande gekommen ist. Ich wollte jetzt nicht, dass es irgendwie so negativ sein sollte. Es sollte nicht negativ sein. Jetzt hier Amadou und Farrell, ne? Ihr wisst.
der Gerüchtestreuer. Weißt du, ich habe ihm einfach nur gesagt, guck mal, meine Sicht, wie ich das finde. Er wollte nichts Negatives. Meint er nicht negativ, wenn er rum erzählt, Amadou hat eine Frau zu Hause und ist ein Lügner anscheinend, ein Betrüger. Meint er nicht negativ? Ich habe da meine Meinung, was ich mir so gedacht habe. Ich weiß, es kommt nicht immer gut an, aber das habe ich halt gesagt und dazu stehe ich. Ich frage mich, ob das bei dem ankommt, so, was man damit anrichten kann, mit solchen Gerüchten, weil es ist natürlich schon krass, sowas zu sagen. Ne? Es ging erstmal nur um diese mobile Datengeschichte. Und was daraus gemacht wurde, irgendwas verheimlichen, Beziehung, Freundin, Familie, das habe ich jetzt an mir kleben. Period! Ist so. Da braucht wirklich nur eine Zeitung, das jetzt zu schreiben. Promi-Flash. Das ist doch genau das, worauf die sich stürzen und so eine Scheiße. Irgendwer ein Gerücht streut. Also Farrah in dem Sinne. Ich verstehe ihn total, Amadou. Ihr? Also was denkt ihr eigentlich darüber? Ja, warum sagt man sowas? Schwachsinn. In meinen Augen legt Pharrell sehr, sehr viel Feuer. Ich an deiner Stelle, ich hätte diese Information erstmal bei mir gespeichert. Ich bin aber nicht so. Ja, aber das ist schon ein Problem. Er sagt es, es ist wirklich schon ein Problem. Also ich meine, damit kannst du ja wirklich auch Existenzen zerstören. Nur weil er ein Bauchgefühl hat, dass er vielleicht eine Frau zu Hause hat. Ich muss ja auch wirklich nicht immer meinen Senf zu irgendwas dazu packen. Ja gut, es sei denn, du reagierst auf solche Formate, würde ich behaupten. Sonst kann ich die Aussage nur unterschreiben. Ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwie helfen kann oder Tipps geben kann, dann sage ich das gerne. Aber du hilfst damit nicht. Du gibst einem Menschen, der vielleicht noch nie so eine Erfahrung gemacht hat wie er vielleicht. Ich frage mich halt immer noch, woher kommt das, dass er so denkt? So krass denkt auch über einen anderen Mann. Du pflanzt diese Gedanken bei jemand anderen ein. Unnötigerweise. Du machst eine andere Person unsicher, unnötigerweise. Es ist ja wirklich ohne Hand und Fuß. Und das ist für mich jetzt nicht unbedingt eine positive Eigenschaft, finde ich. Es verursacht eigentlich nur Stress. Ist klar, ist nicht für jeden angenehm, wenn ich was sage. Ich habe nicht gesagt, kann. Ich habe, es könnte sein. Da frage ich mich doch, hörst du dich selber reden? Ist so. Kann oder könnte, du hast es ausgesprochen. Ich sagte, Pharrell hätte einfach sagen müssen, es tut mir leid, weil das genau. Ist einfach scheiße und gut ist. Aber er diskutiert. Da kann man sich auch nicht mehr rausreden. Nein, da kann man sich auch nicht rausreden. Stimmt, er hat nicht einmal Entschuldigung gesagt. Ne? Der tut halt so, ich bin halt so ein guter, ich bin halt so ein ehrlicher, toller Freund. Nee. Pharrell weiß nicht, wann es genug ist. Und dadurch entsteht hier nur Drama. Und das ist halt für die Gruppe scheiße. Ja, es ist für die Gruppe scheiße. Jetzt ist ja aber auch wieder mal Schlafenszeit. Beziehungsweise, die sind alle schon ins Bett und jetzt wieder aufgewacht. Morgen. Heute ist wieder eine Challenge. Also wie gesagt, dass wirklich jeder Tag, also die Tage wechseln sich immer ab. Eigentlich ist das immer wieder dasselbe, das da passiert. Könnt ihr mir mal ein Feedback geben, ob ihr jetzt besser die Sendung verstanden habt oder habt? Ich kann sehr, sehr gut Deutsch. Ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken. Oder sind die Leute, die sie nicht verstanden haben, schon abgesprungen? Kann natürlich auch sein. Echt sehr gespannt auf die Challenge heute. Ich glaube, Kuss-Challenge. Denkst du? Findest du es schlimm, wenn ich den Amadou küssen würde? Nö. Sicher? Ja. Hey, das finde ich krass, dass sie das nicht schlimm fände bei Gina. Aber bei Carina fände sie es auf jeden Fall scheiße. Von Amadou und von Carina auch ein bisschen. That's the game, so läuft's hier, ne? Ja, okay, vielleicht bezieht sie es auch nur aufs Spiel. Kann natürlich sein. Ein Kussding ist, ne? Ja. Küss ruhig, ne? Alles gut. Ich meine so. Ja, mach ich's sowieso. Ich will das Spiel gewinnen. Mo? Verteilt Erlaubnis. Beim Kursspiel bin ich tatsächlich überlegt, ob ich das wirklich mache. Na, einfach weil, nicht weil ich jetzt sage, nee, ich bin nicht so eine, sondern eher, weil ich das nicht. Also oh, Respekt so zu mir, ne? Glaube ich nicht. Nee. Das ist ja ein Spiel. Sondern eher, ob ich das so fühle, ob ich das will. Weißt du, was ich meine? Ich muss das ja fühlen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, mit wem ich spielen sollte. So eigentlich mit Amadou würde ich spielen. Ich weiß aber noch nicht, ob er mit mir spielen möchte. Okay, also sie hat eigentlich gar keinen Bock, damit irgendwie rumzulecken. Eventuell mit Amadou. Gut. Ja, aber mach ruhig, alles gut. Kannst du deine Soldatin fragen? Soldatin wäre nicht witzig, weil die ist ja völlig in die Bresche gesprungen für den, ne? Bei der Matching Night. Unnötigerweise. Ne, mit der habe ich heute noch nicht so viel geredet. Ah, die Arme. Ich will nicht um den heißen Brei reden. Die heutige Challenge ist die schlimmste Challenge, die wir bei Are You The One jemals hatten. Hey. Warum klatscht ihr? Es ist wirklich horrormäßig. Horrormäßig. Ich habe mir das in voller Länge reingezogen. Euch tue ich das nicht an, weil mein Würgereiz, der war extrem. Ihr werdet schwitzen wie Schweine. Und stinken wie Sau. Das ist so gemein, Alter. Die armen Schweine und Säue, ey. Sophia. Damit die Mädels euch den Schweiß vom Körper sammeln können. Aber nicht ablecken, oder? Nicht ablecken. Was ist das denn für eine Frage? Sammeln.
Was ist das denn für eine Frage, Anna? Oh, bist du doof. Sie ist voll berechtigt, die Frage. So I und One hätte auf jeden Fall sein können, aber gut. Kleine Hilfsmittel und Werkzeuge gibt's auch noch. Und gewonnen hat, wer bei Abpfiff den meisten Schweiß im Kolben hat. Gott sei Dank muss man sowas nur einmal im Leben sagen. Den Witz habe ich überhaupt nicht verstanden. Jetzt macht euch bereit. Auf die Plätze. Fertig. Los. I just wanna make you smile. Fabio, gib Vollgas. Schneller. Ganz kurz, Micha sitzt auf der Ersatzbank, weil ihn keiner gewählt hat. Es sind ja immer ein Mann zu viel. Wer mich mag, der mag mich. Und wer nicht, der kann mich. Ganz ehrlich so, diese Schiene. Also jetzt spielt deine Rolle die Ausdauer. Also sorry, es ist einfach eine ekelhafte Challenge. Ich sag's mal so, Leute, ich habe überhaupt kein Problem mit Schweiß oder so, ne? Aber diese Challenge, dass die denen dann so diesen Schweiß da runterkratzen und dann immer in diesen Kolben füllen, ich find's total ekelhaft. Total ekelhaft, obwohl Schweiß nichts Ekliges ist, aber es ist einfach, wie kommt man auf so eine krank perverse Idee? Mein RTL! Oh, ich komme jetzt! Das war echt so heftig. Wie kann ich mehr? Ich dachte, er explodiert jeden Moment. Ich will euch jetzt nicht mehr zeigen. Ihr könnt euch die ganze Challenge wirklich sehr gerne in voller Länge angucken, aber nicht hier. Amadou und Cecilia. Yeah. Die haben gewonnen. Amadou und Cecilia finde ich sehr geil, denn die beiden denken ja wirklich, dass sie ein Perfect Match sein könnten. Und das macht endlich mal Sinn hier, meine Freunde, dass die zwei auf ein Date gehen. So, zweites Datepaar. Fabio und Gina. Sehr gut, Fabio und Gina. Finde ich, glaube ich, auch ganz gut, weil Gina meinte, es kann sehr gut sein, dass Fabio ihr Perfect Match ist. Und wir gucken jetzt auch direkt zum Date. Die stampfen da Wein, es ist Erotik pur. Der Amadou hat sich sofort um mich gekümmert und dann hat er mich getragen. Das war sehr gentleman-like. Aber nicht nur Amadou ist ein Gentleman. Was ist mit Fabio? Prinzessin, geh rein, komm. Sinke. Ah, das ist mein genau richtig. Fang mal an, genau wie der Cecilia. Ich glaube, dass wir ein Perfect Match sind, weil er so ein paar Eigenschaften hat, diese Fürsorglichkeit. Immer gute Laune und das ist mir wichtig. Warte mal, Gina, bist du sicher? Männer, die fürsorglich sind, die sind jetzt eigentlich auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie dir erst ein schlechtes Gefühl geben. Und ich behandle mir Scheiße. Also diese Frau, die verstehe ich wirklich nicht. Italia. Fratelli d'Italia, Italia sedesta. Oh Gott, ich nehme alles daran. Ich habe genau Stay Bad. Ach, wir sind jetzt schon zurück in der Villa. Mich und Anna hier wieder. Wenn du offensiv gehen willst, dann würde ich Micha nicht mit dem Arsch angucken. Ja, das stimmt. Die versuchen da gerade Micha nochmal an die, Micha Martin an die Bulette zu locken. Hi, gut. Kann man machen, aber... Junge, ich weiß doch, wer ich bin, Mann. Was meint der mit, ich weiß doch, wer ich bin? Deswegen macht er sich da an keine Frau ran, sondern lässt sich immer verführen, oder was? Das ist doch wirklich nur eine Ausrede dafür, weil er nicht die Eier in der Hose hat, Anna da mal anzusprechen, richtig, oder? Du musst dir die klar machen, Junge. Letzte Chance, sonst weg. Sie können ja machen, was sie will, aber wenn man von jemandem beleidigt wird und so und trotzdem sowas macht, dann muss man selbst wissen. Was soll die hier machen? Die wird von dem Algen gelullt, Junge. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Ja, aber wie denn eingenullt? Der labert die dicht, Junge. Warst du so früher diese Schülerin, die sich gesagt hat, oh nee, ich hab eine 3 oder 4. Hast du eine 1 bekommen, so? Das ist, als würdest du mich ja richtig aufgeilen, ne? Wenn die jetzt sagt, so, ja, dann ja, oh, so eine wollte ich schon immer mal haben. Ey, aber Kelvin hat total recht, ne? Sie lässt sich einlullen. Aber Martin hat jetzt keinen Bock mehr oder was, weil sie... Er findet Anna weniger attraktiv, weil sie weiterhin mit Micha ist, obwohl er diese Sachen gesagt hat, oder was? Ach ja. Sie hat gesagt, ich rede kein Wort mehr mit ihm in dieser Matching Night. Das macht man einen Tag später, dann macht man das nicht. Ich genieße es einfach, dich wieder einfach anzupacken. Ich find's krass, Anna sagt gar kein Wort dazu, ne? Nix, die ist einfach nur da. Die denkt bestimmt mal, ey, ich wollte doch Martin. Ich bin einfach überglücklich, dass es jetzt einfach so wieder Formen annimmt, sage ich mal. Ein richtiges Brett, wirklich so eine Frau, wo ich mir so vorstellen könnte, irgendwann mal eine Familie mit ihr zu haben. Aber wieso sagt er das jetzt erst? Woher kam diese Erkenntnis? Warum hat er sie nicht schon Tage vorher gehabt? Was ist da eigentlich passiert? Ich bin natürlich einer deiner Favoriten und wer ist noch da? Platz 1 ist ja bei mir Felix, Platz 2 wäre du und Platz 3 wäre Amadou. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Gina tatsächlich in die Platz 2 bin. Ich auch nicht. Fabio, ran an die Bulette. Sie ist nicht mal in meine Top 3. Was? Ich dachte, alle Frauen sind in deiner Top 3. Jetzt bin ich verwirrt. Wir haben wirklich einen Eisladen. Und ich fühle mich so wie der Eismann. Ich habe die alle genannt. Dicker, ja. Vanilla, Tiramisu,
Joghurt, Karamell, Pistazien. Du sagst ja, wir sind keins. Ja, ich habe doch so ein ziemlich gutes Gefühl eigentlich. Aber es kann ja auch einfach sein, dass mein Bauchgefühl mich trügt. Gina und ich, das weiß ich noch nicht, ja. Krass. Also ich glaube übrigens, ich kenne Fabios Frauentyp. Das hat er halt bei Temptation Island ganz klar gesagt. Er steht auf sehr, sehr schlanke Frauen. Also wirklich sehr, sehr schlank. Und da würde mir jetzt in der Villa zum Beispiel direkt Zoe anfallen. Aber naja, ich weiß ja auch nicht, wie diese Experten die Matches im Endeffekt zusammensetzen, ne? Ich bin ja auch sehr selbstbewusst und ich brauche halt auch einen Mann, der sagt, hey, stopp, beruhig dich jetzt mal. Stopp, sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze. Aber ich bin halt auch sehr temperamentvoll. Mein Perfect Match soll mit mir ehrlich sein. Ja, ja, verstehe. Ich möchte hier die Frau finden, die meinen Kopf 360 Grad verdreht. Mhm. Dann werde ich nicht mehr an andere Frauen denken, weil ich nur auf sie verliebt bin. Fuck you, Fabio! Ich sag mal so, die haben beide ordentlich einen an der Waffel. Danke schön für das Date. Danke, dass wir zusammengefunden haben. Gina. Und auf die Matchbox-Entscheidung. Das hast du sehr toll gesagt. Cheers. Cheers. Aber jetzt mal ganz im Ernst, so charakterlich passen die schon ganz gut. Welche von den beiden schicken wir in die Matchbox? Ja, es ist nämlich wieder Zeit, dass abgestimmt wird in der Villa. Weil Cecilia und Amadou sind sich ja einige hier sehr sicher, dass es ein Perfect Match ist. Ich sag mal so, ne, es gibt eigentlich keinen, der nicht Cecilia und Amadou wählt. Bis auf einen. Aber ich hoffe nicht, dass das heute so zu dieser Wahl kommen wird. Ich werde heute deswegen extra den Fabio wählen. Krass. Es gibt immer Leute, die gegen die Gruppe schießen. Ich liebe ja Drama und Action, von daher. Alles klar. Das ist so ein egoistisches Schwein, habe ich das Gefühl. Spaß. Ehrlich sein. Wir gucken zum Date bei Cecilia und Amadou. Wie läuft's da? Dann auf unser Date. Auf neue Erkenntnisse. Ich bin gespannt. Die ist richtig, ne? Da ist sie mal wirklich ganz gediegen auf einmal unterwegs. So krass, anderer Mensch. Also ausgetauscht. Das ist eine Frau, die hat Ausstrahlung. Sie ist natürlich, sie ist hübsch. Und ich wusste, mit der musst du auf jeden Fall mal sprechen. Weil das könnte ein Perfect Match sein. Ich erinnere mich auch bei Amadou, dass er, glaube ich, gesagt hatte, er steht nicht so auf Tattoos und so gemacht und so. Also es könnte wirklich sein. Bei mir war es so, der Moment, wo ich gedacht habe, das könnte passen mit uns beiden, war, als wir auch darüber gesprochen haben, dass meine Mom gerne die Ellbogen aushört. Du meintest direkt so, ja, so bin ich auch. Ist das eine rote Fahne, wenn man denkt, oh, die ist wie meine Mutter? Oh, du bist auf jeden Fall krass, meine Mom, ey. Da habe ich mir gedacht so, ja, das kenne ich schon, kann ich bestimmt mit umgehen. Ja. Ich finde es eigentlich jetzt schön, wie er das sagt. Weil eine Frau, die Ellbogen ausfährt, dann muss er halt auch einfach erstmal, ich bin sofort bei dir, Engel, lernen umzugehen. Deswegen habe ich mir gedacht, so von Anfang an, ey, ich verstehe, warum du so denkst, wie du denkst, weil ich das schon irgendwie erlebt habe. Meine Mutter sagt doch immer, Cecilia, du schaust an den Richtigen vorbei. Nicht, dass sie schlecht sind, sondern einfach, die nicht zu mir passen. Boah, da kann ich ein Lied von singen bei meinen Girls, ne? Also bei der einen oder anderen. Aber da kannst du ja nichts machen, steckst nicht drin. Aber du brauchst auf jeden Fall einen Mann, der so ein bisschen auffängt, genau, oder der deine Energie so ein bisschen umwandelt. Genau. Und nicht noch zusätzlich Öl so ins Feuer gibt. Genau. Da würde ich sagen, ist der Mo doch wirklich der perfekte Partner für sie. Ich höre Gott, ich sehe das. Also ich muss sagen, ich habe wirklich bei ihm das Gefühl, dass er mich versteht, weil er ist sehr ehrlich und er sagt auch, was er denkt. Er ist auch intelligent. Also ich finde, wie er redet, das zeugt schon von Intelligenz. Außerdem hat er eine tolle Stimme, wie ein Geschichtenerzähler. Also Amadou, wenn du mal nicht weißt, was du machen willst, ich würde mal wirklich synchronstimmenmäßig und so gucken, dass du dir da eine geile Rolle absahnst, weil deine Stimme ist der Hammer. Oder was denkt ihr? Deine Mama erkennt das schon ganz richtig. Ja. Und das, was du eigentlich brauchst, das ist für dich halt uninteressant. Und man entscheidet sich natürlich lieber für das, was man will, als das, was man eigentlich braucht. Ich liebe das. Da könnt ihr auch Flirtkurse geben. Aber so ernsthafter. Für Frauen. Wenn der Kopf sagt so oder auch das Herz so, das muss ich haben, dann geht man diesem Gefühl halt eher nach. Ja, so ist es doch. Er hat's verstanden, die Welt. Also wirklich, ich meine, das ist jetzt absolut unscherzhaft. Ich finde das toll. Sehr gut gemacht, Baby. Wenn ich mit ihm rede, bin ich auch sehr entspannt. Aber gerade deshalb könnten wir ja auch ein Perfect Match sein. Ja, das stimmt. Ne? Weil ich so ein bisschen der Ruhigere bin. Auf das schöne Date. Auf uns. Und auf uns und auf die Matchbox. Genau. Und dass wir wahrscheinlich ein Perfect Match sind. Genau. Zum Wohl. Zum Wohl. Genau. Guck mal, nichts mehr hinzuzufügen hat sie da. Die Partymeute ist zurück. Und ja. War schön, war sehr schön. Was habt ihr Schönes gemacht? Wir haben Wein gestampft. Und? Was habt ihr so gesagt, Schönes? Ja, wir denken schon, dass wir ein Perfect Date sein können. Mann, die denkt sich jetzt bestimmt, ey, ich könnte so einen Typ wie Amadou haben. Entspannen, keine Streitereien, tolle Gespräche. Einfach respektlos. Wenn Cecilia und Amadou ein Perfect Match sind, dann wäre das natürlich doof für mich, bin ich dir ehrlich. Dann würde ich auch Matchbox heute verkaufen. Was? Finde ich jetzt eine Frechheit, weil er hat doch am Anfang Folgendes gesagt. Ist natürlich schlecht für dich, Amadou, aber
So ist das manchmal im Leben. Warum gilt das nicht für ihn? Wir dürfen nicht verkaufen. Ach du Scheiße. Digga, wir haben gar nichts mehr in unserer Hand. Der soll einfach nur verstehen, dass wir hier nicht nur Spaß haben mussten, auch ein bisschen mit Kopf spielen mussten. Ich dachte, das hat er auch schon längst verstanden. Anscheinend nicht. Ja. Wenn über Sissi und Amadou hörst, die sind ein Perfect Match. Welche Erkenntnisse haben wir dann? Sollen wir am Ende dann würfeln? Ihr hättet reingemusst. Hier sind welche, die wissen noch gar nicht, wo sie hingehören. Dann wäre das doch schlauer, welche reinzuschicken, wo man noch nicht weiß, wo die hingehören, damit man ein bisschen Ausschlusskriterium machen kann. Aber so gibt es da noch unzählige Möglichkeiten. Hä? Dann habt ihr die Erkenntnis, dass Cecilia und Amadou ein Perfect Match sind. Es ist eine sehr gute Erkenntnis. Also, was haben wir denn dann? Toll. Sollen wir den Rest würfeln? Ganz super. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, ist viel größer, wenn die weiterhin hier drin bleiben und wir nicht wissen, ob die ein Perfect Match sind oder nicht. Warum verkaufst du? Bruder, ich weiß doch nicht. Bruder, der guckt auf Angebot an, Alter. Der lügt einfach, kann nicht mal ehrlich sein. Ihr wisst, warum der verkaufen will, oder? Weil er natürlich das Ziel nicht verlieren will. Nein, ist mir scheißegal. Was geht denn sein Kopf ab? Ach. Jetzt Eifersucht zur Seite, die mussten die Match mit der Eifersucht, Bruder. Ja, Mann. War ich eifersüchtig heute? Nein. Naja, er ist schon eifersüchtig, ne? Cecilia und Amadou, die hat halt keinen Bock, dass Cecilia mit dem Adonis rausgeht, ne? Der Sinn, hier zu sein, ist nicht eine Person zu finden, mit der du die Zeit verbringen kannst. Im Platz gleich zusätzlich noch der Kragen. Das nimmt es ja schon auf. Du musst hier dein Perfect Match finden. Schatzi. Was? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, verkaufen ist die dümmste Idee überhaupt. Hä, hey, auch Felix will verkaufen, oder was? Weißt du auch wieso? Weil das bringt uns im Endeffekt nichts, wenn wir die Summe bei 300.000 Euro haben, wir aber nichts davon gewinnen. Genau. Was bringt uns das? Dann lass uns doch lieber auf Sicherheit gehen. Und wenn wir das wissen, dass die ein Perfect Match sind oder auch nicht, dann haben wir doch die Gewissheit und können uns anders orientieren. So haben wir gar keine Gewissheit und dann werden wir verlieren. Du hast für 15.000 verkauft. Ja, genau, das ist auch dumm gewesen. Deswegen sag ich ja aus Erfahrung. Mann, die Konversation ist ein Traum. Wir müssen alle an einen Strang ziehen. Wir müssen als Gruppe agieren. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen kämpfen. Ja, aber das versteht hier nicht jeder. Zum Beispiel Mo. Dem ist es scheißegal. Dem geht's nur darum, was er will. Aber kommt mir bloß nicht mit dem Scheißargument, wir sind ein Team. Ich schwöre. Warum? Weil wir kein Team sind, Bruder. Ja, ach. Also. Nicht mit Farrell, der hat nicht zugehört. Naja gut, der kam jetzt auch wirklich erst gerade rein. Wir müssen aber versuchen, als Team zu agieren, Mann. Richtig, ja. Das hier zu gewinnen, Alter. Ja, scheiß mal, diese Ego-Trips nervt langsam. Ihr seid süß, Bro. Guck mal, du hast 80 Minuten lang Scheiße im Spiel gespielt. Und meinst du, du kannst in den letzten Minuten ein Spiel drehen? Ja klar, kann man immer. Alter, der hat anscheinend keine Ahnung vom Fußball. Ich bin da voll cool mit. Nee, aber was wäre das denn, wenn du nach der 80. Minute nach Hause gehst, weil du denkst, die haben jetzt eh scheiße gespielt. Das ist doch überhaupt nicht der Sinn. Natürlich fiebert man in den letzten 10 Minuten noch viel, viel krasser mit und hofft und stoßt Gebete. Mo nicht. Der geht nach 80 Minuten vom Platz. Sagt, nee, Leute, das wird ja nichts. Das Ding ist einfach nur bei der Truppe jetzt, die kriegen jetzt ein bisschen Muffensaus. Hätten sie mal damit ein bisschen eher angefangen, ein bisschen schlauer die Matchbox gewählt. Wenn der Maurice heute ein Angebot bekommt zu verkaufen und er es verkauft, dann gibt's hier Krieg. Ja, dann gibt's wirklich Krieg, weil mit Gina die Sache, die hat sich jetzt irgendwie noch gelegt, dass sie verkauft hat, aber wette, das Mo jetzt auch noch mal machen, ist einfach too much. Verkauf heute, hast du mich als Feind, ist mir scheißegal. Ich hätte so Angst, Fabio als Feind zu haben, ey. Wie fühlt sich das an? Kann man sich das vorstellen? Wer heute verkauft, zeigt seinen wahren Charakter. Aber sag mir den Grund, warum du verkaufen würdest. Weil ich dich hier nicht weghaben will. Meint ihr, der erzählt jedem einen anderen Grund oder ist es wirklich das der Main Reason? Weil du bist die Person, die mich hier interessiert. Neben Ricarda. Mit welchen Leuten hänge ich dann hier rum? Ich würde lieber mit ihr noch mal ein schönes Date erleben, einen coolen Moment hier in der Villa haben, an den ich mein Leben lang erinnere, weil Geld ist vergänglich. Was bleibt, sind die Erinnerungen und die Momente, die man im Leben erlebt. Ah, Halleluja. Ah, das ist das Problem. Er ist dann der Uncoole, der keine Freunde mehr hat. Ich möchte am liebsten auch noch nicht gehen, aber es ist das Spiel und ich muss einfach an das Spiel denken. Danke, Cecilia. Die werden mich dann jetzt die Woche dann nicht mehr so viel mögen, aber dann ist das so. Wenn die ganze Gruppe nicht mal schafft, ihm das einzureden, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich ihm das schaffen? Stimmt. Aber ich glaube, sie hofft ein bisschen, dass sie mit Amadou rausgeht, oder? Dass sie dann mal ein bisschen naschen kann an dem. Weil es war, ich sag's euch, von Anfang an, ihr Favorit, Amadou. Du hast überhaupt keine Ahnung, was diese Matchbox für uns heute bedeutet. Und du sagst, heute ist die Matchbox-Entscheidung so wichtig. Ja. Was war denn mit den anderen ganzen Matchbox-Entscheidungen? Waren die unwichtig? Ach komm, komm ja jetzt nicht so. Das macht überhaupt keinen Sinn, deine Argumentation. Ja, welche Erkenntnisse haben wir dadurch gemacht? Die haben verkauft! Außerdem habt ihr Erkenntnisse gemacht, dass zum Beispiel manche kein Perfect Match sind, aber nicht bei Mo. Die haben Scheiß gebaut, Punkt. Also neben mir wird heute niemand in meinem Bett schlafen, der verkauft. Basta. Ich glaube, das ging an Felix. Warum will der eigentlich verkaufen? Habe ich noch gar nicht gecheckt. Die wollen mir sagen, die haben das Spiel verstanden. Dann haben sie aber ein bisschen spät angefangen zu spielen.
Nemo. Komm, machen wir es kurz und knapp. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, oder? Ja. Ich bin gespannt. Wen hat das Haus in die Matchbox gewählt? Ah. Amadou und Cecilia. Scheiße. Ach Mann, als ob Sophia jetzt gleich nicht ein Angebot macht und Mo fragt, verkaufen oder nicht. Und der natürlich verkauft. Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Oder die fragen Felix, weil Felix jetzt auch immer wieder eingespielt wurde mit seiner Meinung. Das kann natürlich auch sein. So, Leute, kommen wir zu den Finanzen. Wie viel Kohle habe ich heute in der Tasche für euch? Mir schlottern die Knie hier. Hör doch auf. Ich glaube tatsächlich, dass der Mo heute verkaufen wird. Da wollen sich die eine oder andere Person gegen die Gruppe stellen. Das war's heute. Wir kriegen nichts mehr mit, nicht mal mehr das Angebot. Das ist traurig. Wir gucken direkt mal weiter, oder? Ihr werdet gefesselt. Mega. Der ist mir schön zwischen die Beine. Es wird uns auch nicht wirklich leicht gemacht von den Frauen. Gina soll sich mehr aufs Atmen konzentrieren bei ihrem IQ, hast du gesagt. Leck mich doch am Arsch. Alle sind hier gegen mich. Und jetzt kommt sie zu mir und sagt, sie mich falsch. Hey. Ey, schreibt mir mal in die Kommentare, was denkt ihr? Ihr Süßen. Das war's heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und was sagt ihr eigentlich zur Zeit, dass es jetzt so hammermäßig früh war? Ich habe gearbeitet wie ein Schwein für euch. Das arme Mäuschen, so weißt du. Nein, wir lassen die Schweine außen vor. Aber ich hoffe, ihr freut euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace. Ich weiß ja nicht, was da in seiner Hose dann abgeht, aber ich glaube, da ist echt Zirkus. Ich komme jetzt.